Das hier, das ist sie. Das ist die deutsche Nationalmannschaft. Die Erfolgsmannschaft, die eben gerade die Slowakei besiegt hat mit 3 zu 0. War schon eine Riesennummer hier. Dank der Wade der Nation. Da doktert man tagelang rum an diesem Teil von Boateng und dann macht er schon in der 8. Minute das 1-0. Hat sich ja herrlich auch bedankt beim Müller-Wohlfahrt, beim Mannschaftsarzt, auch beim Physiotherapeuten, bei Klaus Eder. Dann die super Vorstellung von Gomez. Fünftes Tor bei einer Europameisterschaft. So stark wie Klinsmann. Und der super Bubi Draxler, der für Götze gekommen ist. Löw hat wieder alles richtig gemacht. Deutschland gewinnt 3-0. Was bleibt uns als Erkenntnis? Zum einen natürlich, Lukas Podolski feiert mit den Fans. Selfie-Modus nach dem Spiel in Lille. Ließ sich da minutenlang fotografieren. Das kennen wir von ihm. Die Leute feierten ihn auch ohne Ende im Stadion. Das ist ja auch gut so. Das bleibt uns natürlich als fröhlicher Aspekt. Aber was bleibt uns vor den Spielen, die jetzt kommen? Gegen möglicherweise die Italiener, Spanier oder später dann auch gegen die Franzosen oder einem möglichen Finale. Die deutsche Mannschaft hat jetzt Zeichen gesetzt. Nicht nur bei diesem Spiel gegen Nordirland, wo man so überlegen war, nur 1 zu 0 gewinnen konnte. Jetzt haben sich auch die Tore gemacht, haben die Slowakei locker, ganz locker besiegt. Und das ist schon ein Ausrufezeichen. Das war wahrscheinlich die beste Leistung einer Mannschaft bisher bei dieser Europameisterschaft. Und deswegen werden sie anfangen zu zittern, die anderen. Egal, wer jetzt gegen Deutschland spielt, in Bordeaux beim Viertelfinale. Löw macht vieles richtig. Dieses Mal Draxler für Götze. Götze wird Probleme haben, noch einmal in diese Mannschaft zurückzukehren. Aber dass er keinen fallen lässt, das merkte man auch heute wieder bei der Hereinnahme von Hoeneß. Auch Schweinsteiger kam wieder in die Mannschaft und der alte Volksliebling Podolski eben auch. Also irgendwie eitel Sonnenschein bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Hat alles funktioniert bei diesem Achtelfinale. Es war für mich die beeindruckendste Leistung einer deutschen Mannschaft bei einem Achtelfinale, bei einem großen Turnier. Das will was heißen. Insofern sind sie für mich jetzt der Titelfavorit. Gratulation an Jogi Löw und an die, die das zustande gebracht haben. War top, absolut.